Neumond und die Sonnenfinsternis. Schon wieder etwas, wo es um Neubeginn und Transformation geht. Viele können diese Worte überhaupt nicht mehr hören, weil seit Jahren oder seit Monaten immer wieder davon gesprochen wird, ja, jetzt kommt das Neue. Doch in dieser Zeit jetzt ist es wirklich so, dass da energetisch und teilweise auch physisch merkbar ist, dass ganz, ganz viel im Umbruch ist. Ich erzähle euch in diesem Video, was die körperlichen Symptome teilweise zu bedeuten haben, die jetzt viele haben, mit Schuppen, mit ganz trockener Haut, mit Unterleibsproblemen, mit Hitzewallungen, mit Kälte, plötzlichen Kälteschüben, aber auch dieses Gefühl der Orientierungslosigkeit oder dieses Gefühl festzustecken, etwas zu wollen, aber nicht wirklich weiterzukommen. Was hat das alles mit dem Neumond zu tun? Der Neumond am Donnerstag ist im Widder. Der Widder ist für das Tun zuständig, für das Neue, für das Aktivsein. Das heißt, wir sind jetzt, und das ist schon ein anderer Neumond gewesen und ein Vollmond am 21. März, da hatten wir auch schon die Widderenergie. Und diese letzten 4 Wochen sind wir durch eine Art Feuertaufe durchgegangen. Vielleicht hast du es für dich auch in den letzten Wochen gespürt oder gefühlt, dass es oft sehr explosiv gewesen ist, dass es teilweise sehr schnell war von der Zeit her, dass du das Gefühl gehabt hast, oh, es ist so richtig hitzig und feurig und irgendwie ganz eigen, so ein hibbeliges, ein gestresstes, irgendwas passiert da, aber du kommst noch nicht weiter. Das ist so, als steht man in einer Startbox drinnen, aber der Schuss ist noch nicht gefallen, dass man rauskommt. Und diese letzten 4 Wochen, zeigen sie, waren eine Art Einweihung. Da sind wir durch eine Art Initiation, eine Art Einweihung gegangen. Wir haben auch die Osterenergie da im Feld gehabt, das heißt diese Auferstehungsenergie, dass wir wirklich nochmal uns bewusst werden durften, was aus dem alten Feld möchte ich mitnehmen, was von der alten Erde, von den alten Themen, die sind wirklich noch notwendig oder die brauche ich noch für die neue Zeit und was kann ich jetzt loslassen? Was möchte in mir auferstehen und wo möchte ich aufstehen, um mich eben aus gewissen alten Dingen jetzt zu erheben? Und diese letzten 4 Wochen waren eben sehr geprägt und viele haben das auch gefühlt, dass auf der einen Seite diese sehr feurige Energie im Feld war und dieses Aktive und dieses Ruhelose. Und ganz viele haben aber auch gespürt, es war eine sehr ruhige Zeit. Also ich habe diese Zeit als sehr angenehm empfunden und wie eine Art ein, zwei Gänge zurückgeschaltet, von wegen, hey, da passiert innerlich gerade ganz viel. Was aber in dieser Zeit auch bei vielen hochgekommen ist, sind sehr viele körperliche Themen. Ich habe noch nie so viele Nachrichten und vor allem Fragen bekommen zu Hautthemen und Schuppen wie in den letzten paar Wochen. Und das passt aber auch wieder zu dieser Feuerenergie. Das Alte, das da in uns verbrennt, das Alte, das da in uns gehen möchte, wird mehr oder weniger, ja, verbrannt, wird zur Asche. Und wir häuten uns, wir legen unsere alte Haut, unsere alte Schicht jetzt ab. Und dazu, ich habe danach gefragt, warum ist das bei vielen Menschen gerade so ein Thema, dass die Haut entzündet ist, dass bei der Haut plötzlich Unreinheiten da sind, dass eben plötzlich Schuppen da sind, dass die Haut juckt, spannt, reizt. Und da haben sie mir gezeigt, es schaut wirklich so aus, als würden wir uns unserer alten Haut entledigen. Das heißt, all das, was uns zu eng geworden ist, das bricht jetzt auf. Und das könnt ihr euch einfach auch so bildlich vorstellen. Viele von uns haben Schutzmauern um sich herum aufgerichtet. Das waren Schutzmauern, um nicht weiter verletzt zu werden, um nicht länger einen Schmerz fühlen zu müssen, um nicht wieder enttäuscht zu werden, um in dieser Welt, die doch sehr anspruchsvoll ist, irgendwie zu bestehen. Aber aus diesen Schutzmauern sind jetzt Gefängnismauern geworden. Das heißt, die meisten fühlen jetzt eine Art Enge, einen Druck, weil dieser Schutz kein wirklicher Schutz mehr ist, sondern weil es jetzt ein Gefängnis ist, weil du jetzt dich selber noch festhältst und diese Gefängnisse oder diese Mauern sind meistens aus Angst erbaut worden, um eben nicht mehr verletzt zu werden, da nichts mehr zu erleben, um dieser Situation zu entgehen oder vielleicht auch um sich ein bisschen einzumauern, ja, um sich etwas zu schützen und zu sagen, okay, so bin ich sicher. Aber diese Mauern zerbrechen jetzt. Und all diese gefühlten Schutzmauern, die da jetzt wegbrechen, lassen uns sehr schutzlos zurück, wenn wir uns da nicht vorbereitet haben, wenn wir nicht mit uns gearbeitet haben. Und deswegen waren diese letzten 4 Wochen so eine Art Initiation oder Einweihung, wo wirklich jeder nochmal für sich fühlen und spüren durfte, wie geht es dir mit den Themen? Wie weit bist du jetzt schon durch? Nimmst du das Alte echt nochmal mit? Nimmst du diese alte Beziehung immer noch mit ins Neue? Gehst du da wirklich wieder weiter? Oder bist du jetzt bereit, diese Person, die dir vielleicht nicht gut tut, oder auch die Arbeit, die dir schon überhaupt keine Freude mehr macht, sie jetzt wirklich endgültig loszulassen?
Das heißt, was dieser Neumond und diese Sonnenfinsternis da jetzt ganz intensiv in das Feld bringen, ist dieses Zerbrechen von alten Mauern, von Gefängnismauern. Und das kann, wie gesagt, sehr, sehr unangenehm werden, weil da sich dann wirklich diese Schleier lichten, die wir noch vor unseren Augen gehabt haben. Oft hat man nämlich so ein bisschen diesen Selbstbetrug drinnen, von wegen, ja, aber ich kann da jetzt nicht aus der Beziehung rausgehen, aus der Arbeit kann ich, das kann ich einfach jetzt nicht verlassen, da kann ich jetzt nicht weg, oder nein, mein Leben kann ich jetzt nicht so verändern, wie ich es vielleicht innerlich schon spüre, weil, ja, der Kopf findet ja immer unglaublich viele Ausreden und Erklärungen. Und jetzt ist es aber so, dass sich, ich rede eh schon lang darüber, dass sich diese Schleier lichten, dass wir immer feinfühliger werden und damit jetzt diese ganzen rosa Gedankenschleier oder diese rosaroten Brillen, die wir aufhaben bei vielen Themen, dass die jetzt wegfallen. Das heißt, wir beginnen immer mehr die Wahrheit zu sehen, die Wahrheit zu fühlen. Nicht nur die Wahrheit im Außen, sondern da darf man wirklich auch bei sich bleiben und schauen, wo habe ich bis jetzt nicht so hinschauen wollen, wo habe ich mich noch selber belogen und wo sehe ich jetzt, okay, ich habe das eigentlich festgehalten. Ich war noch gar nicht bereit, da jetzt weiterzugehen. Und es ist gleichzeitig aber etwas Großartiges, was da jetzt passiert, weil über dieses Fühlen, über dieses Erkennen der eigenen Wahrheit und wo ich mich selber noch aufgehalten habe, kriegen wir jetzt auch wieder Hilfe vom Kosmos oder von der geistigen Welt. Denn über diese Zeit jetzt, über diesen Neubeginn, kriegen wir gerade die Möglichkeit, wirklich zu erkennen, was steht zwischen mir und dem Neuen. Was steht zwischen mir und der neuen Welt, auf die ich schon so lange hingearbeitet habe, auf die ich mich, oder zu der ich mich schon so, auf die ich mich schon so lange freue, aber die einfach noch nie da gewesen ist. Das heißt, ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen, wir haben so das gezeigt vom Bild her, wie ein Computerspiel, wo es verschiedene Levels gibt und Welten und Ebenen. Und es gibt meistens so an jedem Ende von jedem Spiel oder an jedem, wenn man so einen Zwischenschritt gemacht hat, gibt es immer einen Endgegner. Und ungefähr so können Sie sich jetzt vorstellen, wir begegnen jetzt wirklich unseren Endgegnern. Das heißt, das sind nicht irgendwelche Endgegner von außen, das sind bitte auch keine Wesen, die jetzt sagen, nein, du darfst jetzt nicht in diese neue Welt und du bist jetzt noch nicht bereit für den Aufstieg oder für das Weitergehen, sondern das sind Anteile aus uns und in uns, die wir noch nicht durchlichtet haben. Das heißt, das können Ängste sein, das können alte Unsicherheiten sein, das können Anteile sein, die noch sagen, ich bin noch nicht bereit loszulassen. Ich will noch nicht. Das heißt, diese Anteile, die wir noch nicht mitgenommen haben. Und da haben sie einen ganz spannenden Satz gesagt. Und zwar, alles Alte zerbricht, was nicht in der Liebe ist, und die Schatten fallen, die ohne Liebe sind. Das heißt, die Schatten und diese Anteile, die du jetzt die siehst oder die dir jetzt begegnen, all diese Hindernisse, wo du merkst, oh, da sind laute Widerstände gerade da, dann schau mal für dich, warum können die noch nicht gehen? Wo ist da noch etwas an Liebe drinnen? Und unsere Schatten, die Anteile, die sich oft so wehren, dass wir sie loslassen, warum wehren die sich? Weil wir da noch Liebe drinnen haben, weil wir da noch Licht drinnen haben, weil die Seele etwas da lernen möchte und da noch eine klitzekleine Erfahrung oder noch etwas gibt, was du dir daraus mitnehmen darfst. Und erst dann kann dieser Schatten gehen. Erst dann kann dieser Anteil sagen, und jetzt benötigst du mich nicht mehr, jetzt kann ich mich auflösen. Das heißt, wenn du merkst, du hast viele solcher Anteile, die da gerade in dir kämpfen, die dich abhalten, wo du das Gefühl hast, du bist blockiert, du kommst nicht wirklich weiter, dann schau mal, was sind das für Anteile? Was sind das für Themen, wo du noch etwas daraus mitnehmen darfst? Und ich weiß, es ist oft unglaublich mühsam zu sagen, und jetzt gehe ich schon wieder in dieses Beziehungsthema rein und jetzt schaue ich mir dieses Thema nochmal an und da gehe ich nochmal hinein. Aber das war wirklich ein Schlüsselsatz, den sie mir gezeigt und gesagt haben, es zerfallen die Schatten oder die Schatten fallen, die ohne Liebe sind. Das heißt, wenn da kein Licht von dir mehr drinnen ist, dann kann das jetzt zu Staub zerfallen und du bist frei, deinen Weg zu gehen. Alles, was da vor dir jetzt noch an Schatten und an Ängsten und an Zweifeln und an sonstigem herumturnt und auftaucht, das ist wirklich etwas, wo noch Energie von dir drinnen ist. Und diese Energie brauchst du für das Neue. Diese Energie brauchst du in dieser neuen Welt. Und was auch jetzt ganz wichtig ist, ich höre es immer oft, ja, jetzt ist so die Zeit und Wünsche und die Bestellung aus Universum. Ich würde an eurer Stelle gerade jetzt bis Mai, da haben wir dann nochmal am 5.5. eine Mondfinsternis, mal warten mit all dem, was will ich da, was bestelle ich da und rennen in alle möglichen Pläne und neue Verträge und Sonstiges, sondern stattdessen wirklich nochmal schauen, welche Teile sind da in dir, die eben noch angesehen werden wollen, die geheilt werden wollen.
Und da ist es auch so, dass man das sehr oft körperlich fühlt. Ich habe es vorher schon angesprochen. Auf der einen Seite zeigt sich da die Haut. In der DCM ist es so, dass Lunge und Dickdarm der Öffner für die Haut sind. Die Lunge, haben wir jetzt wieder die Kriegerenergie, von der ich in den letzten Videos schon gesprochen habe, weil der Krieger ist dem Mars zugeordnet, ist das Feuer, ist der Widder. Das heißt, all das, wo du das Feuer noch in dir hast, wo du dein Feuer, dein Potenzial, dein Licht noch unterdrückst und statt eben deinen Seelenweg mit diesem Licht, mit diesem Feuer nährst und stattdessen aber deine Anteile, deine ganzen Schattenanteile noch nährst, ja, deine Angst nährst, deine Zweifel, deine Unsicherheiten, deine Mauern noch damit aufrechterhältst, das beginnt sich jetzt zu zeigen. Und da kommt jetzt diese Wut, dieser Zorn, dieses Feuer, das bricht jetzt aus. Und das kann eben sein, dass du das auf deiner Haut dann fühlst und merkst, dass die Haut etwas gereizt oder sehr rot ist. Dann schau mal wirklich, wo ist dieses Feuer, diese Wut in dir? Wo nutzt du diese Wut nicht und wandelst sie in Mut um? Zu sagen, ich bin jetzt mutig, wirklich weiterzugehen und richte sie nicht länger gegen mich. Der Dickdarm ist auch der Haut zugeordnet. Und der Dickdarm, da geht es bei meinem Archetypensystem um den Unschuldigen. Da geht es um deinen Selbstwert, um deine Selbstliebe, um deine Werte. Und auch da ist es jetzt so, dass wir in dieser Zeit um diesen Neumond und um diese Sonnenfinsternis, und Sonnenfinsternisse haben das Besondere, Neumond und Vollmond wirken immer 5 Tage vor und 5 Tage nach. Finsternisse, egal ob Sonnen- oder Mondfinsternis, sagt man, sind immer für 6 Monate im Feld fühlbar. Das heißt, wir haben da jetzt wirklich die nächsten 6 Monate einen totalen Umbruch, eine Veränderung. Und da geht es jetzt nochmal sehr stark auch um unsere Werte. Wo habe ich meine eigenen Werte, meine Bedürfnisse verraten? Denn der Widder, der Krieger steht für die Lunge, steht eben auch für deinen Raum, für deine Bedürfnisse. Wo lebst du die eben nicht und nährst stattdessen die Bedürfnisse von anderen, nährst stattdessen irgendwelche alten Mauern, die du in dir gar nicht mehr brauchst und richtest damit diese Wut und diese Kraft gegen dich. Und beim Dickdarm geht es eben wirklich darum, wo liebst du dich noch nicht selbst genug? Wo ist dir noch die Liebe der anderen wichtiger? Wo ist dir diese Scheinharmonie? Ich habe im letzten Video davon gesprochen, dass es sehr stark um diese Scheinharmonie auch geht. Wo vermeidest du Konflikte, um eben eine gewisse Scheinharmonie aufrechtzuerhalten, weil du Angst hast, okay, was sagt dann der Partner, was sagt dann die Freundschaft, was sagt dann mein Chef, was sagen die Arbeitskollegen, wenn ich da jetzt echt weitergehe, wenn ich da jetzt wirklich einen neuen Weg einschlage. Und wir stehen kollektiv als Menschheit jetzt wirklich auf einem, ja, es gibt beim Tarot die Karte des Rad des Schicksals. Und genau das ist jetzt der Zeitpunkt, dass wir dieses Rad des Schicksals jetzt hier haben und wir das Schicksal der Menschheit jetzt drehen können und auch gemeinsam drehen. Nur jetzt stellt sich so vor, kollektiv die gesamte Menschheit hat die Möglichkeit, einen neuen Weg einzuschlagen. Und es sind vor uns ganz, ganz viele Wege. Und jetzt steht aber die Menschheit da und keiner traut sich, diesem Seelenweg zu folgen, weil alle noch stehen und sagen, na warte mal, da ist noch eine Angst, da ist eine Unsicherheit, da ist etwas. Und jetzt diskutieren da gefühlt 8 Milliarden Seelen oder noch mehr und sagen, ja, kann ich den Weg gehen? Sollen wir den Weg gehen? Na warte mal, was machen wir jetzt? Über den Kopf, über den Verstand werden wir nie zu einer Einigung kommen. Und deswegen ist das Gute, dass unser Verstand, unser Ego da jetzt nicht mehr viel zählt, sondern dass jetzt wirklich die Seelen wieder kommen, die sagen, hey, in diese Richtung geht's. Der Weg fühlt sich leicht an. Der Weg fühlt sich frei an. Dieser Weg fühlt sich jetzt Licht an. Und genau diesen Weg beginnen wir jetzt alle gemeinsam kollektiv zu beschreiten. Und da ist jeder Einzelne wichtig. Da bist du ein ganz großer, wichtiger Teil von diesem Weg. Weil jede Seele, die sich entscheidet, wieder auf ihr Herz zu hören, wieder ihrer Intuition zu folgen, sich dem Leben wieder hinzugeben und zu sagen, ich traue mich jetzt mal, ich lasse jetzt mal diese Schutzmauern und all diese ganzen Endgegner, die da versuchen, mich aufzuhalten. Ich habe jetzt wirklich den Mut, diesen Weg zu beschreiten und zu sagen, ich schaue einfach mal, was da jetzt kommt. Denn was wirklich jetzt da ist, wir gehen kollektiv in eine neue Welt. Wir gehen in eine ganz neue Schwingungsebene hinein, die kennt so noch niemand. Und es ist egal, ob das jetzt irgendein Guru, ein Meister, ein Lehrer, ein Medium oder sonst jemand ist. Niemand hat bisher in dieser Welt oder diese Erfahrung gemacht. Das ist für uns alle neu. Und deswegen brauchen wir jetzt gerade ganz viel Mut, auch in diese Welt hineinzugehen. Und da sind jetzt wirklich die Pioniere gefragt. Und die Pioniere, das sind die, die spüren, hey, da ruft mich etwas. Da zieht es mich schon die ganze Zeit hin. Und der Verstand oder das Ego, das sagt, das kannst du nicht, das ist nicht das Richtige, da verdienst du nichts damit, was sagen denn die anderen? Jetzt geht es wirklich darum, diesem inneren Ruf zu folgen. Was erfüllt dich? Was macht dir Freude? Und diese gesamte Neubeginnsenergie, diese Neubeginnenergie, die da jetzt im Feld so stark auch da ist, ist auch immer gut, um dich selber zu fragen, wenn jetzt dieser Neubeginn da ist,
möchte ich diesen Neubeginn oder bleibe ich im Alten? Und wenn du sagst, naja, aber das Neue, ich weiß noch nicht, ich bleibe lieber im Alten, dann frag dich ganz ehrlich, stehst du jeden Tag glücklich auf? Und wenn du am Abend schlafen gehst, war das ein erfüllter Tag? Hast du diesen Tag so richtig genossen und gelebt? Oder war der Tag sehr mühsam? Dann überleg für dich, du hast jeden Tag die Möglichkeit, diesen Neubeginn wieder zu wählen und zu sagen, heute mache ich es anders. Man kann sich auch für sich in dieser Zeit jetzt sehr gut fragen, wenn jetzt dieser Tag oder morgen oder das jetzt meine letzte Woche hier auf der Erde ist oder mein Leben jetzt nach einem Tag wirklich vorbei ist, will ich dann immer noch in dieser Beziehung sein, die mich nicht glücklich macht? Bleibe ich immer noch in der Arbeit drinnen, die mich absolut nicht erfüllt, obwohl mein Traum ein ganz anderer wäre? Und ja, ich weiß, ich höre jetzt ganz viele, die sagen, ja, da hast du leicht reden, aber es geht nicht. Und dann, willkommen, dann hast du schon deine Endgegner, mit denen du arbeiten darfst. Geht's wirklich nicht oder willst du nicht? Kannst du nicht, weil dich die Mauern, die Ängste, die Unsicherheiten und all die Gedankenmuster, die du aus deiner Familie, aus deinen Ahnen mitgenommen oder mitbekommen hast, dich aufhalten? Weil das geht so nicht, hat man bis jetzt nie so gemacht. Warum sollte es jetzt gehen? Denn diese Neumondenergie bringt auch die Möglichkeit, oder sehr stark die Karma-Energie ins Feld. Das heißt, wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, viele alte Karma-Themen, aber vor allem auch viele Ahnen-Themen zu erlösen. Das heißt, vieles, was wir da aus der Familie mitgenommen und mitbekommen haben, seien es Existenzängste, seien es Beziehungsthemen, seien es gesundheitliche Themen, die wir ja auch mithaben, um sie damit zu lösen. Und das ist so, als Seele inkarnieren wir immer in einer Familie, wo Themen sind, die ich mir als Seele auch ausgesucht habe, sie zu bearbeiten. Also du wirst nicht in einer Familie hineingewürfelt, zufällig und musst dich dann mit diesen Themen auseinandersetzen oder herumschlagen, sondern deine Seele möchte da ja etwas lernen. Das heißt, da kannst du für dich jetzt wirklich daraus lernen und sagen, danke, dieses Thema habe ich verstanden, ich erlöse es jetzt. Ich löse mich jetzt aus diesen ganzen Glaubenssätzen, Glaubensmustern, all dem, was da meine Ahnen, meine Familie mir mitgegeben hat. Ich bin wirklich frei. Und das zeigen sie mir vom Bild her immer wieder so, als wären wir teilweise wirklich lauter in Fesseln drinnen und wir sind gefesselt durch Gedankenmuster, durch Programmierungen, durch Ansichten, durch Glaubensmuster, durch alte Systeme und, ja, Religionssysteme und was weiß ich was noch alles. Und das könnte sich energetisch so vorstellen, das sind wie lauter einzelne Stränge, die ein riesiges, dichtes Netz um unseren gesamten Energiekörper bilden. Und das fühlt sich dann eng an. Das wird dann einengend, das wird fest, das ist starr, das fühlt sich einfach sehr unangenehm an. Und deswegen, ich möchte aus der Haut fahren. Ich will diese alte Haut ablegen, weil ich mit diesen ganzen Fesseln nicht mehr weiterleben will, sondern die jetzt ablegen will, um endlich mein Leben frei und wirklich wahrhaftig zu leben. Und deswegen kannst du für dich auch in dieser Zeit, wenn du möchtest, ein Feuer anzünden und dir vorstellen, wo du eine nach der anderen Schicht von dir jetzt ablegst. Und wirklich sagst, all das, was da mich bedeckt hält, womit ich mich irgendwo versucht habe zu schützen, womit ich versucht habe, mich abzuschirmen vor anderen oder auch teilweise vor mir selbst, vor Verletzungen, vor was auch immer. Diese Schicht lege ich jetzt eine nach der anderen ab, dann bin ich wirklich frei. Und das ist so, als würden wir alles, was wir bisher gehabt haben, ablegen, um nochmal neu zu starten. So, als würde eine Art Reset-Knopf gedrückt und wir haben die Möglichkeit, ganz neu jetzt unser Leben und unseren Weg zu wählen. Nutz diese Chance. Denn so wie sie jetzt kosmisch und astrologisch und energetisch im Feld ist, kommt es nicht sehr oft vor. Das heißt, es ist wirklich eine Art Weichenstellung. Und vom Bild her zeigen, haben sie mir gezeigt, ist es eine Art Phönix, der sich aus der Asche erhebt. Also diese Feuertaufe, diese Feuerinitiation, durch die wir da in den letzten Wochen gegangen sind, durch diese extremen Reinigungen und intensiven Reinigungen, ist es jetzt wirklich ein, du darfst dich darüber erheben und daraus erheben, wie ein Phönix aus der Asche, der jetzt fliegt und aufsteigt. Und dann ist eine unglaubliche Leichtigkeit und so eine Freiheit, so eine Ruhe und so eine, einfach eine Energie fühlbar, wo du durchatmen kannst, wo du merkst, wie groß du bist, wie weit sich dein gesamtes Lichtfeld und Lichtkörper auch ausdehnen können. Also es ist definitiv wert, das mal auszuprobieren und das, was dich da einengt, abzulegen. So, ich schaue jetzt nur ganz schnell noch. Ich habe mir nur einiges nämlich aufgeschrieben, weil einige von euch auch gefragt haben. Genau, das hat es auch noch geheißen. Durch diese Schatten, die sich da jetzt erlösen und durch diese alten Schleier, die da jetzt bei uns auch verbrannt werden und die Haut, die wir ablegen, unsere innere Schönheit wird auch entfesselt.
Denn viele von uns haben die Schönheit und haben die Liebe in sich gefangen genommen. Von wegen, ich bin nicht lebenswert, so wie ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug. Und es ist wie, als wäre die Liebe, als wäre unser Herz, als wäre unser gesamtes Gefühl eingesperrt worden. Und auch diese Fesseln erlösen sich jetzt. Also es wird wirklich die Liebe entfesselt. Und das kann dann oft sehr berührend sein, wenn du merkst, du fühlst wieder etwas. Du siehst jemanden und es berührt dich. Du hörst ein Lied oder du siehst einen Film und er treibt dir die Tränen in die Augen, weil es einfach etwas in dir berührt. Dann lass sie einfach fließen und sag Danke, dass sich da auch dein Herz wieder öffnet, dass du wieder fühlen anfängst, auch wenn man vielleicht jetzt in der Zeit durchaus etwas näher am Wasser gebaut ist. So, dann war noch etwas. Genau. Und zwar, es haben einige gefragt mit der Ernährung, weil jetzt gerade so viele mir auch immer geschrieben haben, sie nehmen gerade so derartig zu. Sie haben Heißhunger auf Süßes und auf alles Mögliche und könnten ständig essen. Das hat damit zu tun, dass eben unser Körper wirklich in diesem Umbauprozess und Umbruchsprozess drinnen ist, dass wir so viel Ballast loswerden und loslassen. Und ein Teil in uns noch sagt, okay, das brauchst du aber. Du musst ja jetzt für die kommende Zeit, du musst ja wie Vorräte anlegen. Du weißt ja nicht, was passiert. Stell dir so vor, du bist zu Hause, du weißt, du kannst jeden Tag einkaufen gehen und dann heißt es so, und jetzt musst du deine Sachen an den Rucksack packen. Es wartet ein komplett neues Leben auf dich. Da ist das Schiff, du stichst morgen in See. Und du hast nichts mit. Du weißt nicht, wie lange du da unterwegs bist. Du weißt nicht, wie lange dieser Prozess dauert, diese Reise, wie lange die geht, wohin die geht. Und es ist wie, als würden wir jetzt eine Art Notration uns anlegen, weil eben ganz viel im Körper, und das ist so unser Urinstinkt, so dieser Überlebensinstinkt, der sagt, hey, da kommt jetzt eine echt anstrengende Zeit auf uns zu. Also bunker ich mal, weil wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder etwas bekomme. Dem kannst du entgegenwirken, indem du wirklich immer wieder auch mit deinem Körper beginnst zu reden und dieses Körperbewusstsein veränderst. Auch unser Körper hat ein eigenes Bewusstsein und dem zu erklären und sagen, hey, es ist alles gut. Du brauchst keinen Stress haben. Du wirst gerade immer leichter und du darfst diese alten Sachen ablegen. Du musst jetzt nicht hamstern, weil jetzt dann die nächste Krise kommt, sondern es ist für dich gesorgt. Ich sorge für dich. Und das ist auch etwas, was uns jetzt diese gesamte Zeit gerade mit sich bringt, dass wir aus diesem Aktiven, dann der Widder, ist ja auf der einen Seite das Tun und das Machen und das Aktive. Wir dürfen aber auch da wieder das Weibliche integrieren. Dieses in die Hingabe gehen, mit dem Leben mitfließen und einfach uns dem Leben wieder hingeben. Das heißt, in dieses Vertrauen, es ist für mich gesorgt. Die Seele weiß das. Dein Herz weiß, dass für dich gesorgt ist. Nur dein Verstand, der rennt herum und sagt, na, gar nicht, weil wenn ich nicht auf mich schaue, dann schaut kein Mensch auf mich. Das heißt, es sind gerade ganz, ganz viele Menschen vor dieser großen Prüfung, sich wieder an ihre göttliche Führung, an das Licht, an die Quelle, an das Universum, wie auch immer du es nennen möchtest, wieder anzubinden und wieder zu vertrauen, dass du wirklich geführt bist, dass auf dich geschaut wird und dass von allem genügend da ist. Nur wie gesagt, bei vielen schaltet gerade ein Teil in den Überlebensmodus und sagt, ich hamster mal alles, was nur geht. Wenn du dem entgegenwirken möchtest, dann schau mal, wie geht es dir mit dem Urvertrauen und mit dem wirklich loslassen und sagen, es ist gut, ich habe alles da, was ich jetzt brauche. Ist auch so ein, unter Anführungszeichen, falsches Sicherheitsbedürfnis. Wenn ich das jetzt alles anhamster, dann bin ich sicher. Dann habe ich einen gewissen Schutzvorrat oder einen Bunker. Das funktioniert aber nicht wirklich. Dann war noch die Frage mit Hitze und Kälte, weil bei ganz vielen so viele Hitzewallungen sind und ich jetzt echt schon oft gefragt wurde, hey, das gibt es ja nicht, ich kann ja nicht schon wieder im Wechsel sein oder ich bin noch viel zu jung für den Wechsel. Teilweise auch Männer. Männer können natürlich auch bitte in den Wechseljahren sein, aber unabhängig davon ist bei vielen sind diese Hitzewallungen jetzt dieses Feuer, das da in uns aufwallt und das sind sehr viele Energien, die sich jetzt da erlösen. Ihr könnt es euch nämlich energetisch so vorstellen, in unserem Energiekörper ist es so, wenn wir Blockaden in uns haben, sei es durch Trauer, durch Schmerz, durch Verletzungen, durch Verlust, durch was auch immer, dann kann die Energie da nicht fließen. Und unser Energiekörper stellt sich am leichtesten vor, ein Netz, ein Gitternetz aus ganz, ganz vielen Licht- und Leitungsbahnen. Und wenn die verstopft sind, dann kann da die Energie nicht durchfließen. Das heißt, da staut sich die Energie. Und jetzt erlösen sich gerade ganz viele von diesen Knoten und jetzt schießt die Energie wieder durch. Das heißt, es kann sein, dass du etwas hörst, eine Begegnung mit einem Menschen hast, an irgendetwas denkst und plötzlich macht es wusch und die Energie schießt durch dich durch. Und dann denkst du, hey, was passiert denn da jetzt gerade? Dann hast du vermutlich irgendwo einen Knoten gelöst, wo Energie gestaut war.
diese Energie entstaut sich und entlädt sich und dann schießt diese Hitze durch dich durch. Wichtig ist, dass du nicht dagegen arbeitest, bitte, dass du jetzt nicht sagst, ich meine, abgesehen davon natürlich, wenn es ist, ärztlich abklären lassen, das ist eh hoffentlich logisch oder davon gehe ich mal aus, dass das für jeden selbstverständlich ist. Aber wenn du merkst, bei dir passt körperlich alles und ab und zu schießt er diese Energie durch, nicht versuchen, sie wieder zu unterdrücken und sie wegzukriegen, sondern dann wirklich zu sagen, da befreit sich gerade etwas. Dann schau und vielleicht merkst du sogar, welches Thema sich da gerade gelöst hat. Also es ist bei manchen gerade sehr, sehr intensiv und es ist wirklich ein Durchputzen, ein Durchreinigen der verschiedensten Chakren und der verschiedensten Lichtkörper. Umgekehrt ist es so, wenn du oft Kälte hast und du plötzlich merkst, da ist so eine Eiseskälte in dir. Du hast das Gefühl, du zitterst und dir ist eiskalt, obwohl es draußen warm ist oder du schon 5 Pullover anhast. Dann darfst du auch schauen, wo ist in dir da eine Mauer, die jetzt einstürzen möchte oder die eben wirklich weggenommen werden möchte. Denn diese Kälte zeigt sehr oft an, dass da in uns etwas vereist ist, dass in uns etwas erstarrt ist, was jetzt wieder Beachtung finden möchte. Und das können eben, das kann sein, wenn du dann in diese Kälte hineinspürst und sagst, okay, womit hatten die zu tun, dass plötzlich dein Ex-Partner auftaucht, dass eine Situation aus dem Kindergarten auftaucht, aus der Volksschule, aus was auch immer, und du merkst, oh, da ist ein Teil in mir noch eingesperrt. Den darf ich jetzt erlösen. Und im Idealfall gleichen sich dann Hitze und Kälte aus und dein Körperempfinden pendelt sich dann wieder auf einen halbwegs normalen Zustand ein. So, dann schaue ich jetzt, was noch gewesen ist. Genau, die letzte Frage war noch, dass in der Früh oft so eine Müdigkeit, so eine Schwere da ist, so ein Gefühl von, ey, ich habe gefühlt eh ganz gut geschlafen, aber ich wache in der Früh oder ich stehe wie erschlagen auf, habe Muskelkater und mir tut alles weh. Es ist so, dass wir jetzt untertags, ist unser Verstand gerade sehr damit gefordert oder ist sehr damit beschäftigt, all dieses Neue, all diese ganzen Schwingungen und Energien, die da sind, zu verarbeiten und einzuordnen. Und der Verstand kommt nicht hinten nach, unser Verstand kann das nicht einordnen, was da gerade alles passiert. Und in der Nacht ist es so, dass dann die Seele sagt, endlich, jetzt bist du mal ruhig, Verstand ist mal auf Sleeping Mode gestellt, jetzt kann die Seele durchkommen. Und das heißt, unsere Seele arbeitet da sehr viel mit der geistigen Welt zusammen, es sind sehr viele Lichtwesen auch da, sowohl über Andromeda als auch über Sirius, es sind die von den Plejaden da, es sind Arcturianer da, also es sind gerade sehr, sehr viele geistige Helfer da, die, wenn wir sie bitten, das können sie vom Einschlafen zum Beispiel machen, auch wirklich an unserer Seite sind und uns helfen, viele Dinge, die der Verstand noch sagt, na, kann ich nicht loslassen, in der Nacht jetzt erlösen. Es sind auch sehr viele Ahnenthemen, auch sehr viele Themen aus früheren Leben. Und das ist dann, dass wir in der Früh oft das Gefühl haben, hey, ich bin wie erschlagen. Ich habe das Gefühl, ich habe in 50 Schlachten gekämpft. Teilweise ist es so. Teilweise hast du wirklich in verschiedensten Schlachten gekämpft, weil deine Seele dann nochmal zurückgekehrt ist, um auch dort etwas zu erlösen. Also wenn du merkst, oh, die Früh ist gerade sehr, sehr anstrengend und sehr mühsam, kannst du dich selber und deine Seele unterstützen, indem du dir immer wieder mal eine Auszeit auch im Alltag nimmst, in der Natur gehst, meditierst, dich mal hinsetzt, in die Stille gehst und wirklich sagst, okay, was möchte in mir da gesehen werden? Was möchte da in mir eingeschaut werden? Was möchte da in mir hochkommen, damit das nicht alles in der Nacht passieren muss? Dann hast du einen etwas ruhigeren Schlaf. Dann, was war denn noch Wichtiges? Ich glaube, das waren jetzt mal so die wichtigsten Sachen, die ich euch da jetzt gesagt habe. Was vielleicht noch zum Abschluss wichtig ist, weil wir jetzt auch beim Schlafen gewesen sind, vom Einschlafen, es wäre ganz wichtig, dass ihr immer wieder euer Energiefeld reinigt. Egal, ob das über Duschen gehen ist, ob das über eine entspannende klassische Musik ist, ob das über Meditation ist, weil eben so viel gerade im Feld ist, so viel Umbruch und all das, was jeder einzelne Mensch gerade loslässt und löst, das spürt man auch. Das ist wie so energetisch lauter Müll, der da im Feld teilweise ist. Und wenn wir sehr feinfühlig sind, dann nehmen wir dann oft auf. Dann ist es wie, denn viele Menschen sind dann wie eine Art Staubsauger, da kommt dann auch oft her, dass das Gewicht immer gerade mehr wird, also nicht nur durchs Essen, sondern wenn du sagst, du isst nicht viel, aber trotzdem wirst du gerade immer mehr. Das all das, was da von vielen Menschen losgelassen wird und da herumfliegt, geistig von manchen wie absorbiert wird. Von wegen, ah, okay, ich nehme das, ich muss das jetzt auf mich nehmen. Deswegen wäre es ganz wichtig, eine Art Reinigung am Abend zu machen, dass du wirklich sagst, alles, was ich da jetzt untertags übernommen habe, von Freunden, Arbeitskollegen in der U-Bahn, auf der Straße, beim Einkaufen, es ist alles nicht meines, was nicht meines ist, darf sich jetzt lösen und ich gebe es ab. Ob du dir vorstellst, dass du es einem Feuer übergibst, ob du duschen gehst und dir vorstellst, wo du dich reinigst, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt auch gerne dem Telegram-Kanal von mir beitreten. Da beantworte ich auch immer wieder solche Fragen oder gebe dann immer wieder Tipps, wie man sich reinigen kann oder was man da machen kann. Genauso in der Community. Also wenn ihr da was wissen wollt, dann bitte einfach gerne fragen.
Es gibt auch mittlerweile eh tausende Videos zum Reinigen und Co. Spürt sich einfach rein, was euch gut tut. Und in der Früh, wenn ihr merkt, ihr seid so richtig erschlagen oder es ist so, oh, gerade noch mühsam zum Aufstehen, versucht ihr den Wecker vielleicht trotzdem 5 Minuten früher zu stellen und mal kurz noch liegen zu bleiben und zu sagen, alles, was da jetzt in der Nacht gewesen ist, das wie sacken zu lassen, zu verarbeiten, damit du wirklich ankommst, auch wieder in deinem Körper und sagst, und jetzt kann ich wirklich in dieses Tagesbewusstsein hineingehen und einen neuen Tag starten. Und vielleicht magst du den beginnen, indem du dich fragst, wenn es heute der letzte Tag ist, den ich lebe, was mache ich dann? Wie agiere ich dann, damit es ein erfüllter und ein glücklicher Tag ist? Dann denk dran, wir sind kollektiv jetzt dabei, diesen Neubeginn, diesen neuen Wege zu beschreiten als Menschheit. Und jeder Einzelne prägt diesen Weg mit, auch du. Und dem wünsche ich dir ganz, ganz viel geniale, lichtvolle Momente und Erkenntnisse, was da alles auf diesem Weg auf dich wartet und von dir gesehen werden möchte. Habt einen genialen Neumond, eine geniale Sonnenfinsternis und einfach eine geniale Zeit mit euch selber, mit dem Mut und mit dem Vertrauen, deinen Endgegnern jetzt zu begegnen und zu sagen, jetzt bin ich bereit. Auf ins nächste Level, auf in die nächste Ebene. Alles, alles Liebe.